unsere Branche geht kaputt so. Was jetzt gestern rausgekommen ist, war gerade wieder just der Hammer. Das kann ich nicht begreifen. Ich habe die Zeitung gelesen gestern und dort heisst es gross, der Kanton Freiburg sei Vorzeigekanton, die Zahlen gehen ab, und dort auch super. Es ist skandalös, unakzeptabel, arrogant, sind die Lösungen vom Bundesrat im Moment. Es ist kein Plan. Wir haben sechs Wochen jetzt müssen zutun, betrieben. Die Westschweiz hat eigentlich gut geschafft. Die Zahlen sind besser geworden. Und jetzt der Schlag ins Gesicht für die ganze Schweiz. Unsere Branche geht kaputt so. Man redet von Hilfeleistungen. Schön wäre noch, wenn man nicht nur davon reden würde, sondern wenn man etwas realisieren würde. Wir haben schon das ganze Jahr so wie ein Hämmerli auf dem Kopf. Und was jetzt gestern rausgekommen ist, war gerade wie ein Justahammer. Es ist natürlich ein riesen Einbußsitz um, ein riesen Schock, dass sie gerade noch mal alles wie über den Haufen schmeißen im Prinzip. Und was sicher nicht logisch ist, ist für uns Zeit am Abend. Also das leuchtet uns nicht ein, weil Söbni, was ist Söbni für eine Zeit? Also da kann sie quasi kaum mehr essen. Also wenn schon müsste es früher sein oder später. Aber Söbni leuchtet einfach nicht ein, oder, von dort her. Und was natürlich auch ganz schlimm ist für uns, ist der Sonntag. Also ich kann mir nicht vorstellen, warum dass wir die Wochentage offen haben, aber den Sonntag nicht. Das ist auch etwas, was für uns gar nicht logisch ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich ein Schock. Wir acht Wochen müssen zutun im Sommer, wir müssen Mühe geben im Frühling. Und jetzt im Dezember, fünf Wochen. Ach, Entschuldigung. Ich war grosszügig, auch viele Familienväter, die bei mir sind, die haben frisch gebaut. Dann habe ich weiterhin 100% gegeben. Jetzt bin ich top motiviert anzufahren. Und habe viel Ware schon gekauft, eingekauft, dass ich vorbereiten oder Vorgramm machen, Ravioli-Masse machen. Und jetzt höre ich einfach, ich sollte nicht zutun und arbeiten. Ich dachte, aber das kann ich nicht begreifen. Ich habe die Zeitung gelesen gestern und dort heisst es gross, der Kanton Freiburg sei Vorzeigekanton, die Zahlen gehen ab, und dachte, oh, super. Ich habe die Leute, ich habe auf den Leute müssen absagen, wie wir zu wenig Platz gegeben haben, wie wir Abstände haben, Minimum 2 Meter haben wir bei uns. Und es gibt auch viele Leute, die enttäuscht sind, die sich auch nachrufen, sagen, am Abend können wir nicht mehr servieren. Zum Mittag ist bei uns eine kleinere Küche, das heisst also kleinere Menü. Wenn, Minimum, also Maximum, ein dritter Umsatz von normalen. Ja, das ist schon das Problem. Ja.